Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Bonjour. So, wir haben eben nochmal bemerkt, oh, den Kraftstoffzug haben wir fast vergessen. Deswegen jetzt reißt er gerade wieder los und der andere ist schon wieder auf dem Rückweg. Aber es geht vom Takt her ungefähr auf. Also es ist nicht ganz genau. Ja, die Verwerfungen kommen im Fremdverkehr sowieso auf der Strecke. Hälfte, wollte ich gerade sagen, den Takt werden wir eh nicht halten. Aber wir haben noch ein bisschen zu tun in Demon's Banks, meine Lieben. Und das werden wir jetzt nochmal nachholen. Ui, hier ist noch einer. Voll. Ja. Kommt noch der nächste. Hier aus Kanton wurde es wieder zurück. Ist aber ein Verkehr da. Das ist schon unglaublich. So, wir haben jetzt noch ein bisschen zu tun hier in Demon's Banks. Da haben wir eben den Zop gebaut. Das Frachtterminal. Und das Frachtterminal. Demon's Banks. Zop. Ups. Nicht so. Genau, den haben wir gebaut. Dann wollen wir den noch anschließen hier vorne. Klemmen. Genau. Die Ampel wieder weg. Okay. So, das hätten wir schon mal alles vorbereitet. Wir könnten jetzt... Ne, wir brauchen noch gar nicht an. Wir wollen doch, oder? Nachher... Das könnten wir schon mal einrichten. Ja, ne? Wollen wir jetzt hier eine Haltestelle hinsetzen und dann hier oben rausfahren. Dann hätten wir hier eine kleine Runde. Ja, können aber ziemlich viel mitnehmen. Ja, genau. Aua. Mach lieber den in der kurzen Straße die Haltestelle und dann, wo das Ortsschild ist, in der Mitte dann die nächste für den Rückweg. Oder du fährst andersrum. Jawohl, in die Richtung passt mir ja. Ja, wir werden dann nachher hier eher rausfahren. Deswegen müssen wir da statt einwärts. Der Querstraße. Und hier noch einsetzen. Wir müssen wahrscheinlich sehr viel zu Fuß laufen. Nahverkehr, die Demon's Banks. Eins. Also auch mit Abos drauf. Ich glaube, ich muss die Stadt gleich umbenennen. Nein, darf ich ja nicht. Demon's Banks. So, Haltestelle hinzufügen. Wir wollen von hier da hoch rum. Hier nochmal anhalten. Und wieder zum Zop. Das ist ja ziemlich einfach und kriegt man auch ganz gut hin. Dann müssen wir jetzt nochmal den anderen Stadtteil hier abfahren, aber auch der ist eigentlich ziemlich simpel machbar. Einmal durch die Hauptstraße durch. Oder du fährst unten die Schnellstraße. Die Schnellstraße. Da rein. Ja. Und von hinten dann auch das Feld aufrollen. Könnte man auch machen. Dann hätte man nicht so viele Staus, ne? Ja, dann kannst du an den Querstraßen unten jeweils eine Bushaltestelle setzen. Also hier. Um sie mit hochzunehmen. Dann fahren wir hier rum und rein. Ein. Die zweite rechts. Genau. Auf die Straße. Dahin. Hier links. Und dann hier rüber wieder zum Zaun. Und da zum Zop und wieder rum. Genau. Also neue Linie. Erstmal Haltestellen bauen.
Die Dämonenbank. Ja. Hier die erste ansetzen. Dann fahren wir hier hoch. Obwohl, wir können auch hier rein, ne? Ja. Fahren wir gar nicht oben hoch. Und der Autosave macht's wieder spannend. Ja, so ein Fiesling. So. Hatte der Sheriff jetzt eigentlich schon gesagt, was er da was für Fahrzeuge haben will? Fahrzeuge hätte. Von hier. Ja, da muss man mit Wegpunkt arbeiten. Oder mit Busspur. Das Zaubermittel, Manu. Pass auf. Ja. Zack. Wirst Wunder. Und schon biegt er da ab. Ja, würde ich genau so machen. Gut, dann brauchen wir jetzt noch Fahrzeuge. Nächste Haltestelle. Wo haben wir denn überhaupt? Ist in. Wir haben ja noch gar kein Depot auf der Dings. Doch. Nein. Das ach, das machen wir. Wir haben auf der Sabla, in der Sabla haben wir uns ja die geholt. Und in New York haben wir eins. Und sonst haben wir die von Desert Bluff immer geholt. Mal können wir jetzt auch machen. Ja, würde ich auch machen, weil wir hatten ja gesagt, wir heben sie uns noch ein bisschen auf, bis wir hinten Dull Trail und Wapute angeklemmt haben, weil da hinten werden wir ja mit Sicherheit ein bisschen mehr Verkehr noch produzieren. Wir wollten es ja taktisch klug setzen. Genau. So, dann fehlt mir jetzt noch der Wunsch des Sheriffs. Was für Fahrzeuge er gerne hätte. So, und dann wollten wir jetzt noch was versuchen. Etwas Verrücktes. Was er doch noch schneller hinkriegen. Quasi eine Direct Rampe, ja. Ach ne, wir haben eine Ersatzstrecke. Das heißt, wir gehen dann hier mit weiter hoch. Gehen dann direkt an und haben uns somit das Ding hier gespart. So, das war der erste Streich. Der zweite folgte bekanntlich sogleich. Achso, hat man jetzt schon ein Fahrzeug rausgesucht? Nee. Nö. Ja. Oh, gut.
Dann suchen wir jetzt welche raus. Das erstmal hinreiten, ja. Genau. Und zwar. Klassiker sind immer so mein saurer Türscher. Wir könnten aber auch hier die O6600 nehmen. Ja. Einmal noch so eine Alternative. Hätten Leistung, wäre nicht zu langsam. Machen wir. So, die kleine Runde. 3 Haltestellen. Ne, wir machen damit machen wir die große Runde. Der hat, ich glaube, 5 Haltestellen. Dann haben wir mal 6 Fahrzeuge dafür. Und brauchen dann Nahverkehr. Demons Banks, das war dann die 2. Und dann brauchen wir noch für die 1 irgendwelche kleinen Schnucklingen. Der ist auch schon zu viel. Oder wollen wir die Fischbowle nehmen? Für die kleine Runde? Mhm. Oh, könnte man eigentlich. 4 Stück. Oh, da gibt es einen Setra-Wunsch. Setra SB. Setra 58, S8. Das ist 8 wahrscheinlich. Ja, der ist 8, ja. Und nimm den auf der kleinen Linie, oder? Ja. 4 Stück. Demons Banks. So. Die sind auch schon mal unterwegs. Und während die jetzt dahin fahren und sich schon die ersten Fahrgäste hier generieren, wie man das schon sieht, können wir uns um die Schiene kümmern. Kümmern wir uns um die Schiene, genau. Und zwar werden wir ein bisschen ausholen. Warte mal. Erstmal machen wir die jetzt hier weg. Dann holen wir uns ein bisschen aus. War schon fast zu viel ausgeholt. Schränken wir uns mal auf eine 140, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dass wir hier bei einer 140 vielleicht sogar bleiben. Interessant. Wird aber sowieso grausam werden. Können wir uns ja auf eine 125 einschießen. Aber wir werden ja noch irgendwann hier rüber müssen. Okay, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Dann können wir es doch nochmal mit der 140 versuchen. Das, was da eben war, war ja nicht uninteressant. Das Ding hier. Mit der kleinen Brücke davor. Finde ich, hat was. Machen wir uns mal eine 141. So, und dann gucken wir mal, wenn wir jetzt sagen, da unten anbinden, ja. Anschließen. Dann ist ihm die Steigung doch zu groß. Letzten Teil. Mhm. Nimm mal eine andere Brücke. Meinst du? Da hast du dann ja trotzdem die Wellen drin. Ja, stimmt. Also. Da wird er hinkommen. Und das ist auch Steigung zu groß. Wir ihn im Prinzip dann müsste da tiefer sein, wenn du die Straße noch mal verlegst.
schon ausgereicht. Das wird damit machen, oder was? Ja. Das sieht noch nicht mal schlecht aus. Oh. Aber dafür brauchst du Leistung. Ja gut, wir haben ja noch ein bisschen was an neuen Fahrzeugen in petto. Die Parallelstrecke noch bauen? Ich baue das jetzt erstmal und dann gucken wir uns das erstmal an. Ja, dann leichten Huckel drin. Sieht das doch gar nicht aus. Na. Steigung? Da drin geht es auch. Das kann man durchaus so vertreten. Können wir mal gucken, was wir jetzt, wenn wir jetzt hier anfangen mit einer zweiten. Echt? Mit also meiner 100. Da ist 140 drin, ja. Würde ich erreichen. Das passt auch. Ich habe Angst. Spiel aufgegeben, ja. Ja. Die haben das Spiel besiegt. Im Eingang, 104. Da würde ich jetzt eine ordentliche Weiche. Das ist eigentlich irrelevant, was wir da jetzt in der Weiche haben. Ja. Eine 100 ist schon eine super Geschichte, aber die Weiche wäre halt sehr schwierig. Aber die Weiche sieht super aus. Das ist, glaube ich, in dem Fall eher das Entscheidende. Dafür, dass das voll in der Steigung drin ist, ist das eine sahnemäßige Weiche. Man, von hier kommen wir immer noch weg. Und der Sheriff fragt, ob wir beide noch durchkriegen. Ja, auf jeden Fall. Oh, cool. Bauen und die bauen. Da müssen wir das LKW. Ne, müssen wir, oder? Warte mal. Nö. Ja, das funktioniert dann auch noch in die andere Richtung. Alter. Sehr Millimeterarbeit. Wie die Profis, du. Man könnte sagen, wir hätten Ahnung davon, aber ich würde sagen, nein. Manu ist derjenige, der da Ahnung von hat. Nein. Ich tue nur so, als wenn ich das Spiel würde. Yeah. Ich sehe schon, ich schlafe heute Nacht wieder im Keller und weine. Ja, wir haben auch schon die Strecke hergestellt. Können wir ja schon, müssen wir nur noch mal... Achso, den Bahnhof. Ein paar Kreuzweichen und einen Bahnhof ausbauen. Bahnhof dafür. Müssten wir nochmal bauen. Und der Kreuzweiche davor auf die Brücke packen, damit er auch Spur wechseln kann. Ja. Wir müssten ja nochmal einen Bahnhof bauen. Gleise muss noch ein paar Gleise reinzaubern. Du hast die langsam dann genommen gehabt. Ja. Ist im Bahnhof ja auch durchaus machbar. Oh, fährt er los? Ja. Zack, ist er wieder lang. Boah. Bringen sogar Leute hierher. Das ist ja unglaublich da. Hast du Hilfe. Da muss man wieder auswählen und ein langsames Gleis. Oh ja. Hat er gefailt. So, Zuführung müssen wir natürlich auch noch bauen. Aber es muss ja nichts. Nichts großes. Alter Schwede. Manchmal frage ich auch, wer sowas alles plant, echt? Manu, du, der ist so gut in der Planung. Da wir alles auf 140 getrimmt haben und wir so eine große Brücke haben, dass wir hier machen können, was wir wollen. Machen wir 141. Oh, da baut er echt noch das Gebäude weg, wa? Mhm. Wa,
bei der Brückenpfeiler fährt. Ja, ja. Dann ist das so. Kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir aufpassen, dass wir dem Zukunft dem nicht im Weg stehen. So, ja, den. Und auch im Rückweg. Müssen wir den nehmen, weil sonst sieht er den nämlich nicht. Und so sieht er den. Ja, genau. Müssen wir im Tunnel nochmal welche bauen? Sieht kein Mensch, wenn er reinfährt. Das Signal wird vom Tunnelausgang verdeckt. Nee. Erzähl nicht so einen Quatsch. Das will ich dir gleich zeigen, dass es anders ist. Richtung. Da brauchst du auch noch eine Kurzweiche, oder? Nö. Oder willst du durchgehenden Verkehr machen? Wir machen durchgehende Linie. So ungefähr beide vom Ding her gleich. Achso, den muss ich ersetzen. Ja. Spannend, ne? So, dann zaubern wir mal eine Linie und dann können sich ja mal die Sheriffs auseinandersetzen, was sie da drauf sehen wollen am Zug. Alter, wir machen Einnahmen. Guck mal, was wir schon wieder auf dem Konto haben. 5,2 Milliarden, ja. Eine Aufnahme ist ja schon eine halbe Milliarde. Locker. Läuft bei dir. So, RB. RB. No. Warte mal. NY. Genau, NY. Y, DB. SF. DB. SF. Da ist er. Dann wollen wir hier abfahren. New York Grand Central Station. In Demon's Banks halten. Bis nach San Francisco. Und über Demon's Banks wieder zurück. Müssen wir mal gucken, ob er das auch hier richtig macht. Nee, dann Demon's Banks macht Demon's natürlich wieder falsch. Demon's Banks wollen wir auch eins. Okay, und hier. Hier macht er alles richtig. Hier macht er alles richtig. Und hier hat er ja gar keine andere Wahl, irgendwas anders zu machen, weil hier hat er nur die eine Wahl. So. Diskussionen sind hier heiß im Gange. Nur keiner erzählt was. So, dann würde ich mal eine von unseren Neubau-E-Loks vorschlagen. Würde ich auch dabei sein, ja. Wir haben nämlich neue Mods hinzugefügt. Oh. War normalerweise schnell Reisezugverkehr zu der Zeit. Also die Fahrt bis so 150 km/h mit 1,8 Millionen durchaus possible. Denk mal eine vorne, eine hinten mit erstmal ein paar Wagen. Zwei Züge drauf und erweiterbar. Also der erste Sheriff sagt schon mal ja. Wenn ich die nachher mal raussuchen muss, schmeiße ich die da schon mal rein. Und dann Wagen so. Mit 140, würde ich sagen. Ne? So. Am besten auch erste Klasse Blau. Das Blau passt sogar so ziemlich gut dazu, ja. Dann habe ich die nochmal. Gedreht. Oh. Was ist denn gedreht? Ja, sind die Toiletten auf der anderen Seite. Achso. Das Weiße sind die Toilettenfensterchen. Ach, die Geschichte.
30. Dann hinten dran noch. Machen wir 120 Kappa. Aber wenn du nur erster Klasse fahren willst. Ah ja, stimmt ja, du verkaufst ja nur teure Tickets. Ja, die anderen haben eine andere Farbe, ne? Ja und? War ja auch nichts. Und da ist auch ein blauer in zweiter Klasse. Ist aber ein anderes Blau. Ja, Europa Blau, ja. Die Blauen sind alle nur erste Klasse, aber vielleicht gehört das auch so. Ja, ja, das ist normal so. Das war bei meinen Zügen auch immer so, die ich hatte. Okay, dann haben wir zwei erste Klasse. Ja, dann gemischte. Dann haben wir noch. Gibt es erste, zweite Klasse? Eins oben drüber noch. Den A-Büm. Ja, okay. Dann den Büm. Ungetreten. Dann Büm. Ja, B ist ja zweite Klasse. Von der Bezeichnung her. Ja. So, 64 Cover. Was haben wir denn noch? Dann noch dritte Klasse. Dritte Klasse willst du auch noch mitnehmen? Hat er hier nicht. Die mit den Stehplätzen. Doch, hier der dritte Klasse. Die müssen das sein, ne? Sind die 54er? Ja, C4 Ümge. Hier. Hat er Kapazität für den Anfang? Oder willst du gleich mehr? 118? Oder willst du 100? Ja, 100 glatt ist natürlich auch eine Idee. Dann sind sie noch bei ausgezeichnet und kommen zumindest noch hoch. Ja, und dann sehen wir ja, was sie tun. Genau. Davon schmeißen wir zwei, Stück, zwei drauf. Stück drauf. Und dann RB. Ziemlich weit unten, auch noch in der blauen Linienfarbe. Ui. Lass mal gucken. Ah, da wieder vorgefertigte Kamera. Wo fährt er hin? Was ist das, Francisco? Ah, ja. Der fährt zuerst nach San Francisco. Alter Schwede. Beinahe Mühe gegeben. Da hat sich aber echt einer Mühe gegeben. Außer der Lokführer. Ach, das ist hinten. Mhm. Da war gut in Gange, du. Schade, ob man die Preise nicht festlegen kann für solche exklusiven. Da kommen schon wieder Kommentare aus dem Zuschauerraum. Dritte Klasse ist Runge. Ach so, ja, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Da können wir ja mal vielleicht ein bisschen reingucken in die erste Klasse. Willst du mal? So, mal probieren. Klar, gucken wir da rein. Oh. Wow. Oh. Abteilwagen, yay. Schön Kunstlederrot. Fahrkartenkontrolle. Alter Schwede, aber detailliert. Ja. Ordentlich. Ja, mit dem Zwischentrenner. Da ist schon ganz schön Arbeit drin, ja. Boah, da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Ja, da ist irgendwo eine 97 drin, da müssen wir nochmal gucken im Tunnel. Das war letztes Mal schon so, bei den Güterzügen. Mhm. Der läuft aber jetzt auch gerade auf. Ja, aber pass auf. Der muss ja jetzt eh anhalten. Dann kann er mal gucken, wo der andere hinfährt. Fährt er auch hier mit lang? Ja, da kommt er. Da ist irgendwo eine 97 drin. Kann ich fast. Weißt du? Mhm. Warte, da müsste sie irgendwo.
76 unten. Da nichts zu sehen. Das stimmt. Was wirklich nur auf Signal auflaufen. Ja, aber das hatte ich letztes Mal auch schon, dass er von der 97 wieder hoch ist. Das war auch genau die 97. Naja. Ups, entschuldigt. Am Mikro hängen geblieben. So. Jetzt können wir noch mal im Kraftstoffzug vorbeifahren hier. Dann können wir noch mal eben gucken. Der wird ja gleich abgeben. Wollte ich gerade sagen. Fahren beide hier gleich dran vorbei an uns. Ja gut, dass die hier natürlich nur 118 fährt, ist natürlich streckenbedingt, weil die ist natürlich begrenzt. Ja, Güterzugstrecke halt gedacht. Ja. Ja, Kante ist live. Gesundheit, mein Schatz. Danke. 22 Mille. Ah, hast schon auf 140 hier. Vollgas. Ja, also leistungstechnisch sind die Dinger echt gut. So, hier fahren wir so ein Stückchen geradeaus. Aua, aua. Immer diese Nagel Bautouren in deinen Livestreams. Das ja. Ist also Akupunktur live. Das war hier auch was mit der Brücke, die Arbeit. Ey. Aber hat alles geklappt und es sieht alles gut aus. Also, ach stimmt, hier fangen wir jetzt ja an, ne? Mhm. Alter Schwede, ging das flott. Also wenn ich nicht wüsste, dass wir nur ein Depot haben, dann würde ich sagen, Mensch, habe aber das dichteste Depot genommen zum Starten. Und kein Passagier. Ach doch, dauerte nur einen Moment. 67. Oh. Für die Jungfernfahrt? Ja, also ich auch so. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Strecke so aussieht. Jetzt muss ich ja mal hier links rüber wechseln. Das wäre nämlich schwierig, weil wir kommen mal gleich in den Tunnel rein und dann würde ich die ganze Zeit im Sand hier buddeln, wollte ich gerade sagen. Einen auf Maulwurf machen. Ja, genau. Ja, ich habe letztens nochmal nostalgisch ein bisschen Transport Fever gespielt. Ohne 2. Ich muss sagen, also ich habe noch den Spielstand von Staffel 6 nochmal angefangen, nochmal geguckt. Nee, war das Staffel 6? Ja. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich weiß gar nicht, welchen Spielstand ich hatte. Ob das Staffel 6 war oder nicht. Also es war jetzt eine Bodenwelle am Tunnelausgang drin. Genau, ansonsten sieht das super aus. Also, haben wir schon schlimmer erlebt. Und guck mal, was hier am Bahnhof für Hochhäuser sind. Die waren doch eben noch nicht da. Nö. Aber das sind bestimmt Wohnungen, die richtig Geld bringen hier am Bahnhof, du. Hier sind Trainspotter. Gibt's immer Livestreams. Frei ausgestiegen und voll. So ist es gut, weil dann lohnen sie sich. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, wer da... Ich wollte sagen, jetzt wird's spannend, jetzt geht's bergauf. Aber ich glaube, von der Leistung her müssen sie das, also zumindest von der Bewertung her müssen sie das hinkriegen. So, und hier geht es richtig hoch jetzt. Ja, fast Topspeed. Okay, korrigiere, Topspeed. Hm? Ach nee, 100 war ja nicht Topspeed. 140.
Ich bin noch ein bisschen in der Zeit weiter hinten, wo wir nur 100 fahren konnten. Aber bergauf beschleunigt er sogar noch. Ja. Also ich glaube, die Zugkomposition ist ganz gut. Vielleicht noch ein, zwei Wagen dranhängen. Ja, und so zwei, drei Loks. Und dann müsste man das hinkriegen. Nee. Aber bis New York wird er schon Geschwindigkeit machen. Ja, Topspeed nicht erreichen, aber dafür ist ja der Rückweg nachher, ne? Ja, zumindest bis runter Demon's Banks und da geht's ja auch wieder den Berg hoch. Da siehst du die das Signal. War gerade so, weil du aber auch gerade schon neben der Lok sitzt. Na. Jetzt hör aber auf. So traumhaft schön gemacht, weißt du. Und trotzdem hat Manu was zu meckern. Ist ja mein Job. Kurz vom Bahnhof Topspeed. Ja. Ich sehe schon, die Linie könnte durchaus ziemlich hoch frequentiert sein. Willst du nochmal zwei draufschicken? Könnte Geld bringen. Ja, wenn sich die Loks nachher lohnen und wenn ich so ein riesen Defizit damit machen, dann kann man da durchaus drüber nachdenken, ja. Mal gucken, was der volle Zug so bringt. 1,4. Ich meine, das war jetzt ja nur die Anreise, die 6,4 Millionen. Und jetzt wird es halt spannend, ne? Vielleicht müssen wir noch mal einmal eintakten. Mal gucken, wann uns der Gegenzug entgegenkommt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Schwierig aus mit dem Stromabnehmer. Etwas, ja. Aber ich habe mich jetzt hier oben vorne an der Stange, halte ich mich gerade fest und dann. Ach, da ist er. Obwohl bei 15 kV 16 Drittel Hertz. Naja, kurz mal. Und dann war's das. Ja. Dann ist das so. Ein kurzes Zischen. Wobei die 16,2 Drittel Hertz sind das Gefährliche an der Sache. Achso, nicht, nicht die 15 kV. Achso, Topspeed, ne? Ja, ja. So, und da sieht man nochmal das Signal. Herr Manu. Du sitzt ja auch auf der Lok. Boah, Alter. Gut, dass wir wissen, dass wir sowas hier aus Spaß machen und nicht. Das ist schön, ja. Das ist wirklich gut. Aber die Vorlage war gut. Ja. Die du mir da gerade geliefert hast. Ja, so bin ich auch, ne? Also. Vorlagen sind absolut mein Ding. So, wie viel steigen denn jetzt hier aus in Demon's Banks? Keiner? 15 oder so. 85 war das niedrigste, ja. Muss mal gucken, ob das nachher so weit passt. Das ist nicht ganz voll geworden. Man könnte durchaus klappen mit den Finanzen. Müssen jetzt noch einmal eintakten. Wer an den Berg hochkommt, geschwindigkeitstechnisch. Ja. Bitte? Na, tada. Na, dann. Ja. Wie war das? Und der Streamer diffundierte durch die Wand. Achso, hast du das Signal gesehen? Ja, du warst schon wieder auf der Lok. Das täuscht.
Außerdem der Funkenschlag deiner Frisur ist schon sehr blendend. Ja, bis zum Bahnhof mit 118, 19. Hm, Einfahrt mit der Topspeed von der ja, also viel besser kriegt man das nur wirklich nicht hin. Ich denke auch, also das ist schon eine gute Zusammenstellung, die wir jetzt haben. Außer dass er am Bahnhof nochmal kurz Gas gegeben hat. Der kann, ne? Schön dann auf dicke Hose machen. Ja, und dann die Wirbelstrombremse reinhauen. Ach nee, die hatten ja noch keine. Die hatten ja nur eine Widerstandsbremse. So, sobald der dreht, kann der hier auch wieder losfliegen. Und dann bin ich gespannt, ob die sich beide unten treffen. Wird er nicht mal voll? Achso, der andere ist nicht voll. So. Jetzt fahren wir noch einmal mit runter. Oder wir machen das anders. Wir warten unten auf beide. Dann gucken wir, ja, uns wir warten den Bahnhof unten auf beide und gucken, wie voll die Bahnsteige schon sind. Bus. Oh. Ich glaube, da brauchen wir ein paar mehr Busse. Wieso? Auf der langen Linie. Oh ja. Ich bin 24. So, das hätten wir. Und dann erwarten wir jetzt mal die beiden Züge. Ja, also wie gesagt, das mit dem Patch, das solltet ihr euch nochmal durchlesen, findet ihr, also das, was wir in der letzten Folge, hatten wir das in der letzten Folge? Also, nee, vor die Folge, ne? Ja, was wir schon erwähnt haben, ja. Genau, vom Motor, was wir erwähnt hatten. Da, den Text dazu findet ihr auf der Steam-Seite von Transport Fever. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der erste San Francisco-Zug, Einfahrt, bitte alle zurücktreten von der Bahnsteigkante. Und da kommt der andere. Ja, also nicht allzu schlecht. Noch voll. Nach San Francisco wollen nochmal 158, obwohl der ist ja gerade los. Ne, das ist nach New York. Also muss der, ja, der jetzt noch auffüllen. Der war noch aber gut aus. Gesundheit, mein Schatz. Dankeschön, Entschuldigung. Alles gut. Gut, das war's soweit. Von Folge 84. Von Folge 84. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nicht und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüssi. Tschüss.